Das Sozialzentrum Zirkelweg der Pfarre Schwechat erhielt kürzlich hohen Besuch. Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz informierte sich gemeinsam mit Landtagsabgeordneten Lukas Mandl über die in Schwechat wichtige soziale Einrichtung. Was ist da jetzt alles an? Wir beginnen hier im Pfarrzentrum, das ist der älteste Teil vom ganzen Haus oder ganzen Bereich Zirkelweg. Wir haben das Pfarre vor 30 Jahren gebaut. Ist wirklich aus der Pfarre gebaut worden, aus der Grundüberlegung da in dem Neubaugebiet wollen wir gerne vertreten sein. Bastian Kurz ist in der Bundesregierung zuständig für den Bereich Integration und es war wichtig, dass er das Sozialzentrum Zirkelweg kennenlernt, weil es eine besondere Einrichtung ist, aus mehreren Gründen. Erstens, weil es auf Eigeninitiative beruht. Also da hat niemand von oben oder von außen gesagt, das muss gemacht werden, sondern es sind Menschen, die aus eigenem Antrieb freiwillig und die allermeisten ehrenamtlich sagen, ich engagiere mich hier. Das ist der eine Grund dafür, die Eigeninitiative. Und der andere Grund sind die Erfolge, die dieses Sozialzentrum über mehr als 30 Jahre, drei Jahrzehnte nun vorweisen kann. Es ist ein Leuchtturm, nicht baulich, nicht weithin sichtbar, aber spürbar. Hier in Schwechat ein Leuchtturm, den das Sozialzentrum Zirkelweg bildet, betrieben von Gerald Gump als Pfarrer, als Dächernd für die ganze Region und seinem gesamten Team, eben großteils ehrenamtlich, das muss man gesehen haben. Ja, ich halte das für ein extrem wichtiges und sinnvolles Projekt. Lukas Mandl hat mich eingeladen, mir das da anzuschauen, hat gesagt, was der Herr Pfarrer mit seinem Team da macht, das ist bewegend und beeindruckend und der Lukas Mandl, muss ich sagen, hat nicht zu viel versprochen. Es war wirklich ein sehr interessanter Besuch und ich finde es schön zu sehen, wie viel durch Zivilcourage und Eigeninitiative da entstehen kann. Nein, es hat uns sehr gefreut, dass die Einladung erwidert worden ist und der Herr Staatssekretär zu uns gekommen ist. Natürlich freut es uns, wenn so hoher Besuch zu uns kommt. Ich habe das Gefühl gehabt, das war ein wichtiger Eindruck für den Staatssekretär, zu erleben, dass hier eine Institution, die nicht mit einem Pool von 40 hauptamtlich spezialisierten Menschen arbeitet, sondern die zum fast ausschließlichen Teil aus ehrenamtlichen Mitgliedern, die sich im pfarrlichen Leben engagieren und sogar darüber hinaus, von darüber hinaus kommen, die ganz einfach meinen, hier ist Not am Mann oder an der Frau und da muss was tun. Sei es jetzt im Bereich von Ausländerinnen und Ausländern, Flüchtlingen, die kommen, im Asylverfahren, im Bleiberechtsverfahren oder schon längst integriert. Wir haben natürlich nach 30 Jahren, 35 Jahren nette Ergebnisse von Leuten, die in der Wirtschaft schon hohe Posten haben, im Spital groß als Ärztin tätig sind und so weiter. Es zeigt, dass wenn Integration einerseits auf Augenhöhe versucht wird, wenn Menschen sich konkret engagieren und wenn da noch eine ganze Gruppe wie eine Pfarrgemeinde dahinter steht, die für das wirkliche Integrieren sorgt, dass das eine Sache ist, die nicht manchmal, sondern mit einer großen, sehr großen Wahrscheinlichkeit gut funktionieren kann. Integration, gelebte Integration, wie wir sie hier sehen, schon über Jahrzehnte hinweg ein wichtiger Beitrag für Österreich. Ja, sehr. Integration ist nichts, das man von oben verordnen kann und dann passiert's. Integration ist auch, da haben wir in Österreich draufkommen müssen, leider nichts, das durch Zufall passiert, sondern es muss geplant und es muss gelebt werden. Wir können in der Politik einen Beitrag leisten, es zu planen. Aber dann gibt es natürlich die Notwendigkeit, dass viele Menschen die Integration auch wirklich leben. Und es ist schön, dass das da passiert. Und das ist sicher etwas, wofür wir auch stehen als Pfarre, den Menschen als Menschen in ihrer je unterschiedlichen Situation gerecht zu werden. Uns die Voraussetzungen, die Religion, die Hintergründe wurscht sind. Wir schauen den Menschen an und versuchen, Gott sei Dank mit einem Pool von vielen, vielen Menschen, die da dahinter stehen und sich engagieren, fast alle, bis auf den Pastoraldienst, der nämlich ehrenamtlich, dass ihnen adäquat geholfen wird und sie wieder Boden unter die Füße bekommen und wieder auf eigenen Beinen ins Leben gehen können.